Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen die zweite Folge von Inside. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Ja, wir wissen viel mehr über dieses Game. Wir sind diese kleine Junge immer noch. Und es werden viele Menschen abtransportiert. Dieser Junge ist hinterher und wurde schon gejagt. Jetzt sind wir auf einem Bauernhof und bahnen uns einen Weg. Wohin, das weiß ich noch nicht. Wir können aber anscheinend Menschen wie Zombies manipulieren, indem wir da ranspringen. Und dann können wir sie auch steuern. Das wird auch wahrscheinlich noch interessant. Aber es gibt auch diverse Würmer, die die Tiere befallen. Da liegt sogar ein Wurm. Immer noch. Den rühre ich aber nicht an. Und dann drehen die Leute durch. Das gab es bei Limbo ja auch. Ja. So viel dazu. Ja, sprich ich wieder runter. Huh? Au. Ah, mir täte es einfach so weh. Okay, da ist nichts mehr. Ich gehe immer gern zurück. Ein Stück. So. Tja. Kann ich das jetzt alleine? Ich will da eigentlich gar nicht rein. Aber ich scheine auch jetzt in so eine Fabrik zu kommen noch. Mal gucken. Nee, Tageslicht einfach nur. Och, aber schön, es hat mal aufgehört zu regnen. Na toll. Auch mal angenehm. Aber es sind auch lauter Wracks von Autos. Das ist eine schöne Welt. Weiß ich nicht, was da so ist. Aber wie bei Little Nightmares ist ja auch so eine trostlose Welt. Zumindest für die Kinder. Tja. Und da stehen Erwachsene. Also Menschen stehen einfach da. Und da ist auch ein Auto. Vielleicht werden sie auch evakuiert, ne? Das könnte ja auch sein, aber ich glaube mal, nicht wirklich. Auf jeden Fall stehen sie da. Und ja, gehen wohl irgendwo rein. Wie wir das auch machen werden. Hier müssen wir wahrscheinlich hoch. Und müssen mal gucken, ob wir irgendwas haben, was wir schieben können. Das scheint so zu sein. Aber die Kette ist weiter weg. Die Kette ist weg. Sau scheiße. Dann schieben wir das Ganze mal ganz zurück. Geht da noch mehr zurück? Ja, bis dahin geht es auf jeden Fall. Und somit ist die Kette noch tiefer. Unten. So. Ich komme immer auf die falsche Seite. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Na gut. Dann kann man die Leute nochmal ein bisschen beobachten. Jetzt nicht mehr. Was sie da tun und treiben. So. Hier geht's auch nochmal weiter. Mach mal schön das Fenster auf. Tief durchatmen. Sehr schön. Auch wieder so kleine Vögelein. Kleine Chap-Chaps. Hallo. Ups. Weg sind sie. Irgendwas kommt da wieder, ne? Ich sehe es da schon kommen. Irgendwas, was mich vielleicht zermatscht. Das kann ich jetzt nicht erreichen. Wollte ich schon mal ausprobieren, aber da muss ich sicherlich was machen. Außenrum kann ich nicht gehen. Ich kann nur hier hochgehen. Ich kann weiter hochgehen, was mir wahrscheinlich ja nicht viel bringt. Ich gehe mal, ich steige hier mal aus und hier rüber. Das kann ich auch mal. Aha. So, ich merke schon. Da muss man mal gucken, ne? Ups. Also so fit bin ich hier gar nicht mal, ne? Aber. Das ist jetzt die Frage. Noch mal ein bisschen. Das jetzt auch noch machen, oder wie? Nee, es geht. Ach so, ein schönes Geräusch. Wirklich. Vertreibt Kummer und Sorgen. Früh am Morgen. Dass er sich da dranhängen kann, endlich. Ja. Oh Mann.
Da hat mich die Spielgrafik ausgetrickst. Da auch? Nein. Wir fangen immer von tief unten wieder an. Man arbeitet sich weiter nach oben. Wie mit wirklichem Leben. Sehr schön. Jetzt bin ich oben. Und darf das hier wieder runterdödeln. So. Und dann? Ah. Ich hab's gewusst. Ich bin tot. No. Ja. Wie fies. Ja? Nur einen kleinen Abboost dann? Oh, das war laut auf jeden Fall. Na. Muss nur mal kurz schauen, dass ich da auch gesund und munter wieder runterkomme. Ich schaue mir das Ganze an, aber ich glaube, ich muss wahrscheinlich durch diesen Boden durch. Und dann bin ich wieder im Wasser oder sowas. Darauf freue ich mich aber schon sehr. Das ist Loch. Die Pipettes sind auch wieder weg. Wäre ich auch weg. Au. Da liegt's. Aha. Da kann ich was kaputt machen. Was ist das? Ja. Links liegen gelassen. Das ist ein Achievement, war das jetzt gerade. Das heißt, das war mal so ein Achievement. So sehen die also hier aus wahrscheinlich. Weil in Limbo sind es so Leuchtkugeln. Und gut, haben wir was gefunden. Da freue ich mich jetzt drüber. Sehr schön. Ach, Licht ist immer so ein Feind. Kann ich mich wieder anhängen? Da kann ich wieder mich anstöpseln lassen. Schauen wir mal. Ach, da ist er. Hallo. Man tauscht sich aus. Lalalala. Hm. Ich frage mich aber, was die wollen. Ah, das ist ein Schalter, ne? Mhm. Die treffen sich aber nicht direkt, also. Das Dumme ist, sie haben einen ordentlichen Abstand jetzt bekommen. So kann man es koordinieren. Mal. Ich weiß nicht. Süß sieht es aus. Es ist süß. Das ist gar nicht einfach. Bei mir ist nämlich das hier eingefallen. Gerade eben. Machen wir doch die Tür zu. Jetzt hat er nicht mehr so einen langen Weg vor sich. Ach komm jetzt, ne? Über eine halbe Stunde mache ich hier rum. Oder 15 Minuten. So. 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 Richtig, okay. Sehr lange Zeit habe ich jetzt dran gesessen. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ich glaube, mindestens 15 Minuten. Das werde ich jetzt schneiden. Und bis hierhin, bis ich jetzt auf jeden Fall auf die Lösung komme. Da bin ich jetzt aber froh, dass ich selber noch auf die Lösung kam. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
War echt Kopfarbeit gerade. Muss ich sagen. Das Tor zu machen. Okay, wir sind immer noch in dieser Scheune. Läuft noch alles recht ruhig. Aber wir werden öfters noch so diese Menschen bewegen müssen. Läuft alles noch gut? Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Sprungpassage. Kann ich da irgendwas machen noch? Nee. Bloß nicht wann? Ah, da. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber da laufen die Menschen. Sind aber schon Zombies, würde ich sagen. Oder sie werden gesteuert, manipuliert und der andere überwacht das. Jetzt, meine Stimme versagt ein bisschen. Ich müsste mich räuspern. Aber wir können weiter. Aber mal. Springen. Sehr gut. Hat geklappt. Ich bin froh, dass ich echt auf die Lösung gekommen bin, mal schnell das zu machen. Blöd, mir meine Stimme versagt. Hab mich noch gerade gerettet. Sehr schön. Gut gemacht, kleiner Junge. Gut gemacht. Noch läuft das alles ganz nett. Wir wurden ganz am Anfang auch ein paar Mal erwischt, natürlich. Ich dachte, das sind Vögel. Nee. Sie marschieren da rein. Wir marschieren da wieder runter. Wir werden uns aber wahrscheinlich nicht sehen, ne? Laufen sie alle. Wir müssen funktionieren. Wie Montag zur Arbeit. Wir müssen funktionieren. Das müsst ihr. Das merken die nicht. Noch nicht. Ich bin aber jetzt trotzdem sehr schnell. Schnell rein. Gut, das hat ja geklappt. Da laufen sie auch draußen rum. Ich habe Angst vor Ratten oder sowas, dass die da auch mich zerfleischen. Na, da war doch schon. Das sind Ratten natürlich. Natürlich sind da Ratten. Da komme ich aber nicht hoch. Will ich da hoch? Toll. Das hat nicht gut geklappt. Aber ich kann die Leiter umpositionieren. Man muss echt dran denken, dass man da das auch wirklich nutzt, ne? Die Action-Taste. Hat aber funktioniert nur super. Ich drück dich nicht. Schalter, ne. Und da liegt jemand. Eine Leiche. Liegen mehrere Leichen. Hier auch. Tja. Kleines Versteckspiel, wa? Ich könnte mir schon vorstellen, was wir uns da antun müssen. Also erstmal natürlich den Schalter drücken. Um das zu aktivieren, natürlich, ist ja klar. Natürlich. Na, die bewegen sich wenigstens relativ im Rhythmus. Jetzt müssen wir uns bewegen. Eine kurze Phase nur. Und ja, da müssen wir wahrscheinlich aufmachen, aber wir müssen aufmachen. Das geht leider nicht von selbst. Schnell. Okay. Es ist schön, dass wir so erwischt werden. Lecker. Ganz einfach. Ich schalte euch wieder aus. Das ist auch in Ordnung. Es kann aber sein, dass es wirklich gut ist, auch wieder auszuschalten zu können. Aber kann man da irgendwas vorbereiten? Weil das dauert dann zu lange. Die armen Leute, die es schon erwischt hat. Das ist gut, dass das gleich so klappt. Das ist nett. Ups. Ich wollte eigentlich, dass du dich festhältst. System online. Hätte auch den Herzschlag. Voll nice.
Da kommt noch mal was, ne? Das ist noch nicht zu Ende. Ne, die sehen mich und dann werde ich einfach nur niedergespießt, ja? Schön. Aber jetzt sind wir da. Eine Taube, eine Wölfe. Da hat er was. Oh. Oh, die Musik ist echt toll geworden jetzt. Ah. Nein, nein. Ich halte mich eigentlich fest. Oh nein, ich habe dich erschlagen. Wir sind auch ein Zombie. Wir funktionieren. Wir funktionieren. Wir funktionieren. Wir sind unter Beobachtung. Wir funktionieren. Wir funktionieren. Das ist nice gemacht. Wir funktionieren. Wir funktionieren. Ja, gerade noch so hat es gelten lassen. Wir funktionieren. Wir funktionieren. Wir funktionieren. Machen einen Sprung. Wir funktionieren. Wir funktionieren. Entschuldigung, ich höre schon auf. Schön nachgemacht. Die Leute schauen uns zu. Hier wird die Motorik getestet. Ist wirklich wie ein Arbeitsplatz. Ich möchte eigentlich wissen, was passiert, wenn ich sterbe. Na super. Aber gut gemacht. Jetzt bin ich im Kreis. Wir drehen uns um. Das war knapp. Nochmal. Zack. Zack. Ja, sehr schön gemacht, kleiner Junge. Kleiner Junge, du bist nicht gut. Und weg, ausgesurzt. Ha. Hat Spaß gemacht. Jetzt wissen wir auch, was passiert. Wenn das passiert. Das ist doch sehr interessant, oder? Das macht echt Spaß. Das ist... Muss ich nur mal stehen bleiben? Nee, ich bin draußen aus dem. Da haben sie mich echt erwischt, ne? Ich glaube, das ist auch so typisch. Aber ich halte nicht den Mindestabstand ein. Ich muss ja eigentlich erkennen. Löp. Löp. Das ist voll nice, ne? Wie im warmen Leben. Löp. Löp. Okay, ich höre schon auf. Stehen bleiben einfach. Ne, die zockt aber noch, ne? Die muss ausgesourcet werden. Schauen wir mal auf den hinteren Mann. Aha. Es scheint... Ich bin nicht mehr in Beobachtungsliga, aber ich mache trotzdem noch mit. Na super. Hunde. Wahrscheinlich muss ich gleich laufen, weil der Hund erkennt mich als Nicht-Zombie, ne? Ist ja auch klar. Sie gönn dir. Ja, ich muss noch ein bisschen weiterspielen. Ich will irgendwo mal eine Pause machen. Ich habe gedacht, ich muss laufen. Habe ich nicht. Ja.
Nein, Junge, wir bleiben einfach still. Wir machen einfach nichts. Okay. Trotzdem. Wir dürfen einfach laufen. Ich denke, wir müssen einfach go, go machen. Go, go, kleiner Boy. Und das schon ziemlich früh dann. Wenn der dann ausschlägt. Jetzt. Geht da noch was, oder? Okay, lauf. Okay, ich habe mir den Kopf gestoßen, aber ich kann abmoderieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Tut mir leid für den Schnitt, aber so ist es halt manchmal. Sonst wäre es zu langweilig gewesen. Bis zum nächsten Mal, Chroniken Offline.